Stellt euch mal vor, Ricarda Lang sitzt im ARD-Interview und erklärt ernsthaft, dass wir illegale Migration brauchen. Klingt wie eine schlechte Satire, oder? Doch leider ist das bittere Realität. Wer hätte gedacht, dass eine Spitzenpolitikerin der Grünen so offen das Brechen von Gesetzen befürwortet? Es ist, als würde sie Schleusern weltweit einen Freibrief ausstellen, um jeden noch zögernden Migranten nach Europa zu locken. Aber es kommt noch schlimmer. Das gesamte Interview entlarvt ein geradezu verstörendes Demokratieverständnis der Grünen. Diese Partei scheint wirklich jeglichen Bezug zur Realität verloren zu haben. Schauen wir uns diese Szenen einmal im Detail an. Ich finde, wer hier ankommt, soll ab dem ersten Tag arbeiten können. Und da sagt Ihnen die Union, na super, dann macht es ja noch attraktiver, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen, wenn man weiß, ich darf sofort arbeiten, wenn ich da angekommen bin. Zeichnen Sie vielleicht ein zu rosiges Bild da von der Migration? Wir haben einen massiven Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in diesem Land. Laut den Wirtschaftsweisen brauchen wir ca. 400.000 Menschen im Jahr, die netto zuwandern, um hier zu arbeiten, auch um unsere Sozialversicherungssysteme zu sichern. Aber die sollen ja legal kommen und nicht illegal. Wir brauchen beides. Wir brauchen die legale Migration, das ist ganz klar. Deshalb haben wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Sichern. Aber die sollen ja legal kommen und nicht illegal. Wir brauchen beides. Das ist unglaublich, was Ricarda Lang hier sagt, meine lieben Zuschauer. Ricarda Lang sagt hier allen Ernstes, wir brauchen beides. Und damit spricht sie sich ganz klar für illegale Zuwanderung in Deutschland aus. Hat diese Frau die letzten 10 Jahre nicht die Realität gesehen oder hat sie auf einem komplett anderen Stern gelebt? Wenn wir eines gesehen haben in den letzten 10 Jahren, dann dass dieses abgenutzte Argument von Spitzenpolitikerin Lang, dass illegale Zuwanderung von Migranten nicht das Fachkräfteproblem in Deutschland lösen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Der einzige Zuwachs, den wir sehen, ist nicht der auf dem Arbeitsmarkt, sondern bei denjenigen, die Transfergelder erhalten. Und das sind alleine 2022 fast 500.000 erwerbsfähige Ausländer gewesen. Doch jeder Bürger in Deutschland weiß das mittlerweile, dass unsere Sozialsysteme nicht stabilisiert werden, sondern komplett belastet und überlastet sind. Warum kann Ricarda Lang das nicht verstehen? Dass die Grenzen der Kapazität von der Aufnahme von Migranten aktuell erreicht ist. Unsere Kommunen schlagen ja jetzt schon überall Alarm. Doch nicht nur das. Frau Lang spricht sich indirekt für den Tod auf den gefährlichen Mittelmeerrouten und den Menschenhandel aus, indem sie illegale Migration nach Deutschland gutheißt. Aber ihre linksideologischen Ansichten gehen sogar noch einen Schritt weiter. Das Beste kommt ja erst noch. Nur um das aber noch mal richtig zu verstehen. Wenn illegal Menschen nach Deutschland kommen, müssen die eigentlich abgeschoben werden. Da sagen Sie jetzt, nee, lass die lieber arbeiten. Ich sage, dass der Spurwechsel möglich sein muss und ich sage, dass Menschen von Anfang an die Möglichkeit zur Arbeit haben sollen. Das heißt, es gilt doch, wer Schutz sucht, der muss Schutz bekommen. Wer hier arbeiten möchte, dem soll das möglich gemacht werden. Wer nicht bleiben kann, der muss rückgeführt werden. Und wir müssen aber auch gucken, dass die Menschen, die bereits hier sind, dann auch in den Arbeitsmarkt wechseln können. Und das hilft doch am Ende allen. Das hilft dem Unternehmer, der leichte Leute findet. Das hilft den öffentlichen Kassen, die entlastet werden. Und es hilft bei der Integration, als auch beim gesellschaftlichen Frieden. Ich habe wenig Verständnis, dass jetzt die Union, statt hier auf Entbürokratisierung und Entfesselung zu setzen, eher auf mehr Bürokratie sitzt mit Sachleistungen, wo die Kommunen selbst sagen, das können wir überhaupt gar nicht leisten. Ich finde, wir sollten es den Kommunen jetzt leichter und nicht schwerer machen. Wenn ich diese Aussagen hier höre, frage ich mich wirklich, wer schützt uns vor den Grünen? Wenn es nach der Aussage von Ricarda Lang geht, dann solle Deutschland am besten seine Grenzen komplett öffnen und illegale Migration erlauben, denn sie sind ja eine Bereicherung für uns. Nicht nur, dass es katastrophale Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat, nein, dies würde auch dazu führen, dass der ganze Nahe Osten und ganz Afrika mit ihrer islamischen Kultur nach Deutschland umsiedeln würden, die unsere westliche Kultur überfluten und besonders Frauen und Homosexuelle in Deutschland gefährden würde. Ricarda Lang ist der festen Überzeugung, dass so eine Masseneinwanderung für alle Menschen in unserem Land gut und eine Bereicherung ist. Ob dann noch von einer westlichen Abendkultur gesprochen wird, ist fraglich. Doch der absolute Hammer an Schwachsinn kommt ja erst noch, meine lieben Zuschauer, als Ricarda Lang in der nächsten Szene davon spricht, dass die Grünen eine Volkspartei in Deutschland werden wollen. Obwohl sie ja gerade eben noch das deutsche Volk durch die illegale Zuwanderung zur Minderheit werden lassen wollte. Was darf Satire noch in diesem Land? Schauen wir es uns an. Sie waren mal halb auf dem Weg zur Volkspartei. Müssen Sie jetzt wieder kleinere Brötchen backen und diesen Traum mal endgültig begraben?
Nein, auf gar keinen Fall. Denn wenn man jetzt versucht, uns zurückzuschieben in die Nische, dann muss unsere Reaktion doch sein, weiter auszugreifen. Wenn ich mir da die Ergebnisse von gestern anschaue, auf der einen Seite haben wir stabile Ergebnisse, wobei ja starken Gegenwind die Landesverbände sich bewiesen haben. Und auf der anderen Seite kann man damit nicht zufrieden sein. Das ist ganz klar, vor allem wenn wir sehen, wie die Ampel als Ganzes dasteht. Und ich glaube, da geht es jetzt darum, wieder mehr Vertrauen zu gewinnen, zu zeigen, dass wir die Kompetenz haben, um die Alltagsprobleme der Menschen zu lösen. Und wie gesagt, für uns als Grüne geht es darum, wir standen in den letzten Wochen diesen Debatten im Zentrum. Wir wollen aus diesem Zentrum heraus Politik machen. Da kann einem wirklich mulmig werden, wenn den Worten von Ricarda Lang hier gelauscht wird. Sie erklärt ernsthaft, dass sie sich nicht damit zufrieden gibt, in eine kleine Nische gedrängt zu werden, sondern dass sich die Grünen weiterhin aggressiv ausbreiten möchten, ob es uns passt oder nicht. Das klingt eher nach einer Diktatur als nach einer demokratischen Politikerin. Wenn das deutsche Volk durch Nichtwählen oder das Wählen einer anderen Partei die aktuelle Regierung schwächen möchte und die Grünen als Reaktion darauf noch aggressiver vorgehen, dann ist das nichts anderes als ein offener Angriff auf die demokratischen Grundsätze unseres Landes. Wo ist denn jetzt hier der Aufschrei von Thomas Haldenwang vom Verfassungsschutz? Hier sehen wir eindeutig den Beweis, dass die Grünen durch eine solche Reaktion versuchen, mit all ihren Mitteln an der Macht zu bleiben und zu festigen, auch wenn dies gegen den Wunsch der Wähler geht. Einfach nur noch irre, was uns diese Frau hier sagt. Ich kann's nicht glauben. Schauen wir einmal erneut rein. Sie waren mal halb auf dem Weg zur Volkspartei. Müssen Sie jetzt wieder kleinere Brötchen backen und diesen Traum mal endgültig begraben? Nein, auf gar keinen Fall. Denn wenn man jetzt versucht, uns zurückzuschieben in die Nische, dann muss unsere Reaktion doch sein, weiter auszugreifen. Die Grünen bezeichnen die AfD immer wieder als radikal. Doch was sind die Grünen denn selbst? Wenn man sich all ihre Szenen hier ansieht, diese letzte Szene sollte wirklich jedem klar machen, dass die Grünen anderen das vorwerfen, was sie nämlich selbst sind. Schauen wir rein. Stehen wir da vor einem neuen Grundsatzstreit in der Ampel? Ich glaube, das kann man niemand empfehlen. Ich glaube, auch gerade der FDP sollte man das nicht empfehlen, jetzt einfach immer mehr vom selben nochmal zu machen. Denn was wir doch sehen, ist, dass die Ampel ein Vertrauen eingebüßt hat. Das muss man einfach ganz klar erkennen. Woran liegt das? Dass wir uns immer wieder selbst Steine in den Weg legen. Nicht hinter verschlossenen Türen miteinander streiten, sondern viel zu oft in der Öffentlichkeit. Und vor allem, dass, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, es geht ums Gewinnen und Verlieren innerhalb der Ampel. Wer hat sich durchgesetzt? Wer hat jemand reingedrückt? Wenn ich im Land unterwegs bin, dann treffe ich keine Bürger, die mich fragen, Frau Lang, war das ein grüner Erfolg, war das ein gelber Erfolg, war es ein roter Erfolg? Wir wollen wissen, was bedeutet es für mich im Alltag, und da müssen wir uns beweisen, das schaffen wir nicht gegeneinander, das schaffen wir nur zusammen. Wer soll denn bitte das noch glauben, wenn Ricarda Lang sagt, dass man der FDP hier nicht empfehlen kann, immer mehr vom Gleichen zu tun? Sie bezieht sich meiner Meinung nach auf ihre eigene Politik, die den Wohlstand und aktuell vor allem die Wirtschaft in Deutschland immer weiter zerstört und vor die Wand fährt. Die FDP versucht verzweifelt, dies zu verhindern, was gerade zu Streitigkeiten innerhalb dieser Koalition führt. Das Ganze sorgt eben dafür, dass die Ampelkoalition das Vertrauen der Bürger in diesem Land immer mehr verliert, wie die Umfragen zeigen, weil die Wähler eben keine Politik in so einer radikalen Form wollen, wie sie es in den letzten 2 Jahren unter dieser katastrophalen Führung erlebt haben. Meine Frage an euch, ist Ricarda Lang wirklich daran interessiert, die Gesellschaft zu verbessern, oder verfolgt sie eher ihre eigenen politischen Ziele auf Kosten der Stabilität und Einigkeit in unserem Land? Schreibt es mir gerne mal rein, ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Like oder Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts mehr, und wir sehen uns gleich im nächsten Video.